So, und wo wir gerade so nett beisammen sind, möchte ich auch an die gesammelte Pinguin-Armee mal ein paar warme Worte richten. Wie fühlt sich das denn eigentlich bei euch an, wenn der Herr und Meister, oder wie ihr ihn immer zärtlich nennt, der Führer der Pinguine, sämtliche Ideale und alles, was er vorher gesagt hat, einfach mal so über Bord kachelt und sagt, boah, ich vertrage mich mit dem mal wieder ein bisschen, ne? Außerdem bringt er mir geile Informationen, die zwar nichts taugen, aber damit kann ich meine arschlangweilige Sendung so ein bisschen aufpimpen. Also von daher macht das ja schon Sinn. Der Pinguin-Clan, der in der Gemeinschaft, schreiben dürfen da nur Mitglieder, der Herr der Pinguine hat wohl ein bisschen Angst, dass da irgendwelche Leute kritische Fragen in den Chat reinschreiben. Und die Freundin vom Pinguin-Papa ist ja auch sehr schnell beim Löschen, ne? Was denn da lose? So. Es geht bei dieser Geschichte und grundsätzlich bei Konflikten nicht darum, wer steht auf welcher Seite und warum tut er das. Ist das richtig? Ist das falsch? Ne? Da gibt es viele Meinungen zu, viele Standpunkte, die sind jeder für sich manchmal gut, manchmal schlecht zu verstehen, aber meistens kann man da so einen groben Sinn erkennen, wo man sagt, naja, komm, hätte mir besoffen auch passieren können. Alles super. Was sich Menschen mit Charakter nicht leisten, das ist Verrat. Jetzt gibt es viele Arten von Verrat. Manche nutzen einem, manche schaden einem. Aber Verrat ist nie gut. Der Herr der Pinguine hat euch alle verraten. Alle. Jeden einzelnen von euch hat er verraten. Was hat der geschimpft? Was hat der gehetzt, gemotzt, geschimpft und was er alles in seiner Größenordnung für Heldentaten begehen wollen würde? Eines Tages wird es ganz schlimm werden, hat er immer gesagt, ne, folgt mir. Und am Ende kommt dabei heraus, dass er sagt, Herr, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu schwul geworden. Ich will lieber meinen Frieden haben, auch wenn ich dafür mich und die anderen alle verraten muss. Das ist hier momentan gerade Fakt. So, das ist die eine Art von Verrat. Dann haben wir innerhalb dieser Lagerbildungsgeschichten natürlich auch immer wieder Leute, die von Honigtopf zu Honigtopf springen. Ich bin eine Biene oder keine Ahnung, Zitronen, Zitronellas, Zwiebeln, scheißegal. Es gibt derer viele, die multifunktional, nennen wir das mal so, im Netz unterwegs sind, manche sogar mit mehreren Accounts, die füttern gleich alle Seiten mit Informationen, denn die haben natürlich Interesse daran, dass dieser ganze Beef auch schön lange weiter bleibt, weil das ist auch ziemlich witzig und spannend, wenn andere Leute sich die Anzeigen und Klagen um die Ohren klatschen und man dabei nur zuschauen kann. Einige dieser Leute, dieser Multifunktionalen, kenne ich. Die habe ich sogar teilweise noch in meinem Umfeld und sie sind geduldet. Wir sind nicht dumm. Na, nochmal ganz kurz, wir sind nicht dumm. Diese Art von Intrigen und Doppelzüngigkeit, das ist doch nicht das erste Mal. Leute, ich bin seit 1983 bin ich nicht im Netz unterwegs, aber in Sachen EDV. Da haben die meisten wohl niemals gewusst, dass es Taschenrechner gibt, weil die damals noch ein bisschen teuer waren. Ne? Atari 400, Atari 800, VC20, VC64, erster PC, 8088. Ein Kilobyte RAM. Das war noch was. So eine Speicherkarten. Riesendinger. Ne? Musste es noch mit Hand reindrücken. Ne? Konntest zum Händler gehen und sagen, ich hätte gerne mal die und die RAMs. Dann hast du so 256 Stück. Die konntest du auf so eine Karte reindrücken. Dann hattest du 1 Kilobyte oder 2 Kilobyte Speicher. Da passte alles rein, was man wollte. Das eigene Programm, das Betriebssystem, alles. Super. Ne? Nannte sich DOS. DOS. Disk Operating System oder irgendwie so. Ne? Ist auch schon lange her. So. Stichwort Verrat. Also Verrat ist immer, wenn Person A, Person B etwas über Person C sagt. Das war kein Verrat, das ist eine Weitergabe von Informationen. Das ist auch innerhalb dieser Schlachten völlig normal. Hast du schon gehört, der und der? Ich habe davon eine Aufnahme. Völlig normal. Ich habe auch von vielen Leuten eine Aufnahme. Ich habe auch von vielen Leuten Aufnahmen, wo ich auch selber nicht zugegen gewesen bin.
Aber die hat man dann eben auf seiner Festplatte, Diskette, was weiß ich, einen Speicherstick irgendwo im Netz gelagert, fertig. Das geht darum, dass man die Informationen hier oben hat und weiß, wie andere Leute ticken und welche Art Doppel- und Dreifachspielchen sie da betreiben. Man geht da nicht hin und verrät seinen Verräter. Solange sie andere verraten, sind sie ja nützlich. Nützliche Idioten. Das ist völlig in Ordnung. Schwachsinnig dumm wird's, wenn man sich tatsächlich hinsetzt und den Verräter noch reden lässt, in seine Sendung holt und sagt, der ist so bescheuert, der wird jetzt diesen Verrat digital mit Gesicht und Stimme auch nochmal selber von sich geben, weil dann habe ich den schwarzen Peter schon mal weg, hat er ja gesagt. Es funktioniert ja sehr gut mit den dummen Menschen dieser Welt. Und manche stehen ja tatsächlich auch Schlange, um das mal tun zu dürfen, damit sie auch endlich mal in der Öffentlichkeit stehen. So. Und dann haben wir so Experten wie unseren Kirschenheini, der seit Jahren Verrat betreibt. Und das ist was völlig anderes, denn er macht es zu einem Eigennutz und es geht darum zu spalten. Denn durch die Spaltung habe ich zwei Fraktionen und wenn diese sich nicht mögen, verhindere ich, dass die miteinander reden können. Und wenn die reden könnten, würden die feststellen, dass beide Seiten wurden belogen. Aber dadurch, dass die verfeindet sind und unser Kirschenmann in der Mitte da schön agieren kann, funktioniert die Nummer immer richtig super. Auch das ist dem System selber geschuldet. Der Verrat funktioniert halt so. Es ist auch in Ordnung. Man kann das aber relativ gut erkennen, relativ gut umschiffen, umgehen und man hat da auch eine gewisse Weitsicht, dass man die Charaktere und deren Eigenschaften ziemlich gut kennt. Also das, mit dem Verrat, das ist gar nicht so einfach, ne, weil viele Leute gar nicht erzählen, was man denn jetzt gerne hätte, um es aufzunehmen und an Dritte zu vergeben, außer man spottet. Ne, man gibt immer wieder Trigger-Spoilern. Ne, sag mal was dazu, sag mal was hierzu, sag mal was dazu. Ja, dann tut man den Leuten den Gefallen und füttert die mit so viel Fehlinformationen, dass der eigentlich am anderen Ende jetzt, der bekommt, einen Lachanfall kriegen müsste und sagt, ach, das ist so übertrieben, das geht ja gar nicht. Ne? So, die Menschen sind alle bösartig missgünstig. Ja, das stimmt. Also Krieg ist nie schön. Russland, Ukraine, die schießen sich sogar mit echten Kugeln und Panzer tot. Und hier im Internet ist es eben ankacken. Auch dazu gibt es eine gewisse Fangemeinde, die einfach sagt, ja, wir finden das total toll, wenn Leute sich mit Anzeigen da überziehen und am Ende dann eine Scheiße rauskommt. Super. Auch dazu darf jeder seine Meinung und seine Position haben. Ich kann euch sagen, als Beteiligter gibt es aber auch Situationen oder Zeitfenster, die sind dann halt nicht ganz so witzig. Denn wenn man Dinge ernst meint und ernst macht, kommen sie auch relativ ernst irgendwann an. So, das ist immer das Problem, wo die Akteure dann immer sagen, ups, hat er ja wirklich gemacht. Ne? So. Ich kann jeden verstehen. Bestimmte Dinge kann man nur in einer bestimmten Reihenfolge bearbeiten. Auf bestimmte Dinge kann man nur bestimmt mit bestimmten Aktionen reagieren. Also das Verhalten ist ganz oft gut vorhersehbar, was passieren wird, wenn ich etwas tue. Aktion, Reaktion. So, jetzt haben wir unseren kleinen besoffenen Autoschrauber, der da immer rumjallert, ist die eine Geschichte nochmal. Der hat euch verraten. Das solltet ihr nicht vergessen. Der sitzt jeden Tag da und hat euch verraten. Er verrät euch jeden weiteren Tag. Jeden Tag, den der da sitzt und sendet, verrät er euch. Ihr seid alle da, weil ihr ihn unterstützen wolltet im Kampf gegen das Böse dieser Welt, den hier die Pommes-Tonne aus Erfurt. Der lässt sich von der Pommes-Tonne gerade mit Informationen füttern, deren Wichtigkeit ungefähr so viel ist wie, was weiß ich, die Preise für Weintrauben in Italien. Aber er lässt sich füttern. Der Verräter verrät selber. Wir haben eine ganz interessante Konstellation meiner Meinung nach. Das sagt mir mein Bauch und der lügt relativ selten. Die große, tolle Männerfreundschaft, die uns hier immer präsentiert wurde, ist ja leicht angetitscht wie so ein kaputtes Ei. Der eine, der Nackedei, der bescheißt nach wie vor die Rentner wegen der Kohle. Das gefällt dem Autoschrauber nicht, weil der irgendwie mal durch die Blume gesagt hat, na, wenn ich mal auspacke, dann sind die letzten Spender auch weg. Der Nackedei lässt sich dafür wieder von dem anderen nicht sagen, was er zu tun hat. Der hetzt da schön weiter über unsere Kirche.
auch keinen Einfluss. Dann gibt es unseren Iserlohner Wimmelbild-Experten. Der bleibt ja stabil, der hetzt immer, finde ich gut. Kann er ja tun. Jeder kann hier über jeden hetzen, so viel wie er lustig ist, geht mir am Arsch vorbei, solange ich da nicht aufgefordert werde, für alle hier die Zielscheibe zu halten. Weil in dem Fall mache ich dann wieder mit und dahinter sind es alle knatschig, wenn ich auch Anzeigen durch die Gegend schicke. Und eine Sache, da bleibe ich meinungsstabil, das sage ich jetzt nochmal ganz im Ernst. Ich habe Kirsche nicht in den Arm genommen, zärtlich als Knacki, und habe gesagt, so, alle deine Sünden sind dir vergeben. Und ich mache jetzt aus dem bösen Menschen einen guten, sondern ich habe gesagt, wir bieten dir an, bei Null anzufangen und ich versuche, dich zu unterstützen, dass du auf einen guten Weg kommst. Die Idee ist gewesen, dass der mit dieser ganzen Beef und Hate und Scheiße da aufhört, tut er aber nicht. Er macht das, was er immer schon getan hat, er verrät Leute, er nimmt alles auf, ist völlig in Ordnung, jeder kann hier aufnehmen, was er will. Das ist zwar grundsätzlich verboten, aber interessiert kein Schwein. Ich kann jetzt hier irgendwann aufnehmen, an irgendeinen weitergeben, das interessiert kein Schwein. Selbst wenn ich sagen würde, ich habe irgendwann aufgenommen, ich habe das der Angler gegeben, ja, da können sie alle wieder krähen, Datenschutz etc., da passiert gar nichts, sondern ich habe das im Rahmen meiner Eigenverantwortung jemand gegeben, mit dem ich an einem gemeinsamen Projekt arbeite und dazu ist Informationsweitergabe erforderlich. Und ob ich das jetzt per Audio mache oder Videomitschnitt oder der das am Telefon erzählt, ist alles dasselbe, kommt alles auf dasselbe raus, fertig. Wir, wenn ihr mal schaut, haben doch nichts veröffentlicht, was von anderen Leuten ist. Nix, null. Wir reden da meistens noch nicht mal drüber, weil auch alleine, dass wir bestimmen, welche Informationen wann wer bekommt oder weiß, ob wir die haben, dass jemand weiß, wir haben das. Es kann durchaus ein Vorteil sein, dass der Gegner nicht weiß, was wir haben. Der kann ja raten, was wir haben. Beim Raten kommt man der Sache oft sehr nahe, aber man kann es halt nicht belegen. Und wir sind, wie gesagt, nicht so dumm, dass wir das, was wir an Informationen haben, und das ist eine ganz schön gewaltige Menge, aber ganz, ganz viele Menschen, das braucht man einfach nur, um die Situation zu bewerten und nicht, um jetzt jeden Einzelnen hier anzuzeigen oder fertig zu machen. Aber wir sind da schon sehr gut informiert, da braucht sich hier keiner irgendwelche Sorgen zu machen. Oder sehe ich irgendwie ängstlich aus? Ja. Und der Rest unserer Truppe ist auch nicht ängstlich. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, nochmal, es geht um Verrat. Wir mögen für euch die Arschlöcher sein. Wir mögen für euch die Penner sein, die Assis, die Leute mit der falschen Meinung. Wir können für euch alles sein, was ihr gerne in uns sehen wollt. Ihr werdet eine Sache in uns nicht sehen können. Verräter. Wir haben unsere Meinung nicht gewechselt. Wir haben andere Leute nicht angekackt. Unter Zuhilfenahme von Dritten, deren Informationen nicht geprüft sind und einfach rausgehauen werden. Wir tun so etwas nicht. Wir stehen dazu, was wir immer gesagt haben. Und wir werden diese Meinung in der Regel auch nicht ändern, solange nicht jemand kommt und uns gute Argumente auf den Tisch legt, dass wir diese Meinung ändern werden. Das ist der Unterschied zwischen Verrätern und keinen Verrätern. Es mag in euren Augen nicht richtig sein, was wir tun, aber in unseren Augen ist es auch nicht richtig, was ihr tut. Also da hebt sich das eine mit dem anderen auf. Aber bei uns gibt es keinen Verrat. Null, nix, nada. Wir werden uns mit unseren Feinden niemals verbrüdern. Wir werden uns mit unseren Feinden, wenn alles gut läuft, eines Tages vertragen oder auseinandergehen oder aus dem Weg gehen. Aber wir werden niemals uns verbrüdern gegen einen Dritten. Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund. So einfach ist das. Das ist eine Charakterfrage. Und ich persönlich könnte nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich das tun würde, was hier andere Leute machen. Ich halte ja nicht allzu viel von dieser komischen Pinguinarmee, die es gar nicht gibt. Also von Typen erwachsenen Menschen, die sich ja als Pinguin fühlen. Naja gut, jeder andere rennt halt als Hobbyschwuler rum oder was weiß ich, was ist mir auch egal. Also grundsätzlich halte ich ja nicht da viel von, ich halte auch nicht viel von Gruppendynamik, von irgendwie, ja, weil ich jetzt zu dem Club gehöre, muss ich auch die Meinung haben, nein. Also so einfach funktioniert es im Erwachsenenleben normalerweise nicht, könnt ihr alle gerne machen. Unsere Welt ist das nicht, ne, sondern hier entscheidet jeder für sich selber bei mir.
in meinem Umfeld, und das bleibt auch brav so, jeder kann kommen und gehen, wie er möchte, aber es gibt eben keine zweite Chance für Verrat und Verräter. Das ist einfach so. Und meine Telegram-Gruppe wäre jetzt leer. Da würde ich jetzt komplett alleine sitzen, wenn ich so eine Nummer bringen würde wie der Autoschrauber, indem ich sage, ich verbünde mich jetzt wieder mit Kirsche. Ne? Einfach, weil das besser ist, weil das mehr Spaß macht. Die Leute würden alle hier reihenweise ihre Accounts kündigen und sagen, du hast da noch nicht alle an der Tanne. Was ist dein Wort wert gewesen? Was ist das wert, was du getan hast? Die Leute wissen, ich bin sehr neutral an die Sache rangegangen. Ich habe gesagt, seine Sünden vorher interessieren mich nicht. Es geht mir um den Punkt ab da, wo ich jemanden kennenlerne. Mir ist mit 60 Jahren durchaus klar, dass erwachsene Menschen alle eine Biografie haben, die auch nicht immer gut ist. Eine Vita, die nicht immer gut ist. Ich habe ja selber eine. Ich bin ja nicht bescheuert. So, aber man kann von mir nicht erwarten, du siehst ja, guck doch mal da, was der alles gemacht hat. Ja, ich habe das gesehen, alles gut. Aber trotzdem, ich will mich da nicht manipulieren lassen, indem ich mir das hier, was weiß ich, 15 Terabyte Kirchenvideos angucke, die ich alle scheiße finden werde, genauso wie alle Leute, die damals vor mir gesehen haben, die scheiße gefunden haben. Das ist mir schon durchaus klar, dass der nicht der Saubermann schlechthin ist. Aber ich hatte mir tatsächlich eingebildet, dass der aus meiner Sicht eine zweite Chance verdient hätte. Ich wusste auch, dass er schon viele Chancen vor mir verkackt hat, die andere Leute ihm auch aus meinem Umfeld schon gegeben haben. Ich bin nicht dumm. Ja? Aber trotzdem muss ich in meinem Leben meine eigenen Erfahrungen machen. Und da bleibe ich auch bei. Und so würde ich auch mit jedem weiteren, auch von euch, auch mit Pinguinen, also mir ist das egal, wer, was weiß ich, für ein Kostüm da irgendwie freizeitmäßig trägt, immer so umgehen. Leute, die mir erstmal fremd sind, außer jetzt im Chat. Also wie gesagt, ob da irgendeiner mal was Blödes schreibt oder einen blöden Kommentar, ist egal, das ist halt Internet, das juckt mich doch nicht die Bohne. Na, es gibt so bestimmte Spezialbeleidigungen, das sollte man nicht tun, da wird das Gegenüber automatisch elektrisch und dann wird es halt auch unschön. Na, und die Akteure, zwei, drei, bearbeiten sich halt auf dem Niveau und der Rest darf dann mal die Fresse halten und zugucken und mehr Optionen habt ihr da nicht. Ne? Ihr wollt das, was wir uns hier antun, alle nicht selbst erleben. Glaubt mir, das ist nicht witzig. So, zumal ja auch immer die Gefahr besteht, dass eines Tages Hausbesuche gemacht werden. So, wer bei wem, wieso, weshalb, wird sich dann zeigen. Aber ist gar nicht so abwegig. Ne? Ich bin mit meinen 136 Kilo ganz gut ausgestattet. Ich habe eine schöne große Zielscheibe. Ne? Wenn einer bewaffnet kommt, also da gibt es bestimmt eine Option, mal zwei, drei Treffer zu landen. Ne? So, das wäre die eine Geschichte. Aber nochmal, Verrat geht gar nicht. Und dass der Herr der Pinguine alle Pinguine angekackt hat. Alle, ja, der hat durch alle beschissen. Die geht da trotzdem jeden Tag zum Feiern hin, um den Typ den Hintern zu lecken. Das sollte euch tatsächlich langsam mal ein bisschen zu denken geben. Er macht aus euch allen einen Lügner. Nicht vergessen, er macht aus euch einen Lügner. Der hat eine komplette 180-Grad-Wende dahingelegt. Komplett. Und es geht nicht darum, dass Kirsche dem irgendwelche Informationen gegeben hat oder irgendwelchen Leuten Informationen gegeben hat, die ihm dann wieder Informationen geben. Das ist völlig egal. Der Typ ist sowieso geisteskrank. Alleine sich da hinzusetzen, so eine Scheiße da stundenlang abends zu erzählen, weil er sonst nichts zu melden hat. Alles super, noch einmal. Aber was er getan hat, er macht euch zum Horst. Nicht vergessen. Das sind nicht wir. Er macht euch zum Horst, zum Idioten vom Dienst.